Jo, hey ho meine Lieben. Wie ihr seht, sind wir wieder in der Pfalz bei den Felsis. Und die Doris ist da drin auch schon fleißig, hat angefangen. Spatzel, wo versteckst du dich? Aha, ums Eck rum. Hallo. Wir machen heute leckere Spieße. Und Freestyle. Ja, genau. Leckere Spieße Freestyle. Und die kommen dann irgendwie auf eine Feuerschale. Ich habe noch keinen genauen Plan, wie das ablaufen soll. Das werden wir dann sehen. Da ist Manfred dafür zuständig. Und wie gesagt, die Mädels bereiten vor. Ich gehe jetzt rein fürs Fleisch einlegen. Und da dürft ihr natürlich mitkommen. Attacke! In der etwas größeren, aber feinen Küche. So, dann gucken wir mal, was wir hier alles haben. Zwei Arten von Fleisch. Ich nehme an, das ist Schwein, das ist Rind. Jawohl, ja. Sehr gut. Dann extra Bohnenkraut organisiert. Dann haben wir hier etwas Tomatenmark. Passierte Tomaten, dann brauchen wir im Prinzip bloß noch Salz und Pfeffer, Tomatengewürze, Salz, Pfeffer, Oregano. Ich schau gerade, vielleicht okay. Kann man ja da noch was verwenden. Muskatnuss weniger, Teig, Curry brauchen wir auch nicht. Gut, Salz, Pfeffer und Bohnenkraut und Tomate. Dann Zwiebeln, die werden schön, ja, die Schalen. In Schalen, dass man die halt mit aufspießen kann. Dann haben wir hier noch ein bisschen Gelderländer Bauchspeck, die Zwillinge. Ja, die kommen dann auch mit drauf. Die werden jetzt nicht mit eingelegt, aber das Fleisch und ja, ich würde mal sagen, da legen wir jetzt gleich los. So, das ganze Fleisch hier reingefeuert und dann fangen wir hier jetzt gleich einmal an. Bisschen Salz. Gleich so nach gut dünken wieder. Wo haben wir den Pfeffer? Frisch gemahlen in der Dose. Da ist der Pfeffer. Der haut wieder rein. So, das reicht. Und Paprika edelsüß. Wer will, kann hier natürlich auch scharfen Paprika verwenden. Aber wir haben ja schon den Pfeffer drin, das reicht vollkommen aus. Auf alle Fälle jede Menge und das reichlich. Und dann, da das auf den Steaks auch so lecker war, hauen wir hier auch noch was von dem Bohnenkraut mit hinzu. So, und das war es eigentlich schon mit den Würzen. Jetzt brauchen wir bloß noch die passierten Tomaten. Und Dankeschön. So. Dann tun wir das alles schön verkneten. Manch, manch. Und Leute, ich habe das Gefühl, ich brauche noch ein bisschen mehr Gewürz. Machen wir noch ein klein bisschen Salz hinzu. Das sagt mir jetzt einfach frei mein Gefühl. Ohne jeglichen Hintergrund. Habe ich gesabbert. Mhm. Bleib gerade so stehen. So. Also, ich verlasse mich da meistens oder fast immer oder eigentlich wirklich immer auf mein Gefühl.
Und zu 99,9%. Jo, so habe ich da ja recht. Und jetzt wird das Ganze in einen Vakuumbeutel abgefüllt, vakuumiert und dann zeige ich euch das nochmal. Doris, hast du super gemacht, das Einvakuumieren. Ja, schön, 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 schön. Wunderschön. Fast 2 Kilo Fleisch. Also heute können wir richtig gut essen wieder. Die Zwiebeln werden nachher dann so Blatt für Blatt geschält, dass wir also was schön auf die Spieße mit draufhauen können. Dann hauen wir zusätzlich, wollte die Manu, Champignons mit auf die Spieße. Und eben wie gesagt, der Gelderländer, der wird nachher dann auch noch geschnippelt. Und die Paprika kommt auch noch dazu. Paprika kommt auch noch dazu. Ja. Oh, das werden mächtige Spieße. Ja, aber leckere. Ja, ganz bestimmt. Gut, der wandert jetzt noch in, oder das Fleisch wandert jetzt noch in die Kühlung. 2 Stunden in etwa wieder. Das sollte ausreichen. Und ja, bis dahin haben wir dann den Rest alles soweit fertig. Und wir sehen uns dann später wieder. So, zwecks windgeschützt haben wir uns heute wieder entschlossen hier im Vorhof. Es ist die Feuerschale vom Malle, die er selber gebaut hat. Sieht doch mal echt ganz praktinobel aus. War noch nie im Einsatz. Wir werden sie jetzt heute sozusagen testen. Mit Holz, Kohle, was machen wir? Holz. Holz, okay. Dann werden die Spieße von den Flammen geküsst. Mm. Kann man natürlich dann auch auf die Seite hoch runter verstellen. Und hier unten, Manne, warum sind da so riesen Schrauben drin? Dass man sich nicht verbrennt, wenn man versucht, die Lüftung aufzumachen. Ah, höhenverstellbar. Bisschen zum Runterdrehen, dann wird der Luftspalt größer, dass es besser brennen kann. Nicht verkehrt unbedingt. Jo, genau. Und das Ding werden wir heute ausprobieren. Vorher hat er schon was gesagt, dass er da unten noch ein Streben rein machen muss. Also das Teil ist auch noch nicht fertig. Aber sieht schon mal nicht schlecht aus und wir werden es nachher in Aktion sehen. Ja, und hier jo, rechtzeitig vorher fangen wir mit den Feuern an, dass wir nachher nicht nur Flammen haben. Die Spieße werde ich so in einer halben Stunde anfangen zum Spießen. Aber jetzt erstmal ein bisschen Feuerchen. Schauen wir mal, ob er das kann. Der kleine Feierteifi. Und gleich noch nachlegen. Weil die Scheitchen werden ja jetzt dann immer dicker und soll ja alles wunderbar brennen. Oder du kleiner Feierteifi? Ah ja. Ja, ja. So Leute, und nachdem das jetzt schon eine ganze Weile so brutzelt und brennt, nee, nicht brutzelt, bloß brennt, tut der Mann nachher wieder nachlegen. Und wir gehen jetzt rein und ja, fangen mit der Spießerei an. So Leute, dann fangen wir hier mal an, indem wir erst einmal das Fleisch aus seinem Vakuumgefängnis befreien. Fleischbröckchen an. Ich liebe es, ich liebe es. So. Dann haben wir eine Zwiebel mit drauf. Und zwar so, dass die Zwiebel über das Fleisch drüber geht.
Das kommt mal richtig geil. Dann können wir gleich noch Paprika mit draufwuchten. Zum Bleistift. Wieder ein Fleischbröckchen. Dann haben wir zur Abwechslung mal einen Pilz mit drauf. Was murmelst du da? Du kannst. Steht der Stempel etwas abgeschnitten. Da ist noch. Ja, jetzt ist er schon dran. So. Alles gut. Dann hauen wir an Gelderländer mit drauf. Versuchen natürlich nicht in die Finger rein zu pieksen. Dann hauen wir wieder ein Stückchen Fleisch mit drauf. Wieder mal ein Stückchen Zwiebel. Na komm her, du Feigling. Und vielleicht noch mal ein Champignon. Irgendwie sind die ganz doof zum Aufspießen. Noch ein Stückchen Paprika hinterher. Ein Stück Gelderländer und dann ist gut. Tja, und so gibt es jetzt viele bunte Spieße. Eins, zwei Stücke Fleisch bloß drauf. Ja, das ist dann für Talina. Und so werden jetzt ja, ein Spieß nach dem anderen gemacht. Genau. Zack, 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 zack. Und wenn die Spieße fertig sind, zeigen wir sie euch natürlich wieder. Man muss ja schon fast sagen, in qualvoller Gemeinschaftsarbeit sind die Spieße fertig geworden. Also, das ist jetzt wirklich ein Haufen. Ich weiß nicht einmal, wie wir das hier aufessen sollen. Also heute schaffen wir das mit Sicherheit nicht zum Essen. Hölle, Mann. Du lachst. Spieße, oder? So 13, 14 Spieße, sowas um den Dreh rum. Ihr habt viel zu viel wieder eingekauft. Mädels, wenn man zum Einkaufen schickt, Leute, dann kommt sowas ja zustande. Ja, dann hat man für den nächsten Tag auch noch was. Entschuldigung. Ja, ja. Und, aber dazu ist zu sagen, wenn sowas zustande kommen sind, wenn die Mädels einkaufen gewesen sind, dann sind es die richtigen Mädels. Definitiv. Ja, Leute, wir werden jetzt draußen die Feuerschale soweit vorbereiten und dann werden wir schön langsam, gemütlich die Spießle grillen. Und Gott sei Dank, haben wir als Beilage, was Doris? Black Tiger Baguette. Genau, also das geile Baguette, wo ich das letzte Mal da war, wo wir im Keller gegessen haben. Das haben wir zum Dazuessen und sonst nichts. Und ich glaube, das reicht vollkommen aus. Knobi Baguette? Nein. Wir müssen die Spieße auch noch essen können. Ja. Ich erinnere dich dran. Meine Schuhe furzen wieder. Hölle, Mann, Leute. Erst einmal die Kamera hier in schmelzsicherer Entfernung anbringen. Hinstellen. Hä? Zoom, zoom, zoom. So rum. Ich glaube, so könnte das funktionieren. Aufnahme läuft, jawohl. Ja, und dann bereite ich jetzt hier mal alles so weit vor, dass wir gleich die Spieße drauf haben können. Manfred, ich probiere mal deine Handschuhe jetzt aus. Ja. Hilfe, Hilfe. Boah, das ist ja übel. Puh. Blöd.
Und so machen wir unsere Spießle jetzt. Kann zwar eine Weile dauern oder auch nicht, das werden wir dann sehen. Mittlerweile auch schon ein bisschen gedreht und gewendet. Ja, so ist es halt jetzt mit der ersten Ladung. Aber wir haben jetzt auch schon gesagt, wir feuern noch ein bisschen Holzkohle an, schmeißen die noch mit rein. Du könntest aber die Holzkohle auch direkt nachher da reinkippen. Ja. Da geht es ja auch an, da brauchst du nicht extra anfeuern. Ja. Ja, wir experimentieren halt ein bisschen. Ja Leute, was soll ich sagen, so mit Flämmchen ist natürlich klar, dass es ein klein bisschen dunkler wird, gerade am Gemüse. Das meiste ist das Gemüse, was dunkel geworden ist. Naja, die drei gehen noch und die hinteren können wir jetzt dann gleich essen. Und dann bin ich ja gespannt, wie dann die nächste Ladung aussieht, wo wir dann eigentlich bloß noch mit der Glut, mit der Kohlen arbeiten. So Leute, also ich muss sagen, na, das Fleisch von der Würze her richtig geil. Boah. Ich glaube, ich brauche gar nichts anderes dazu. Und die nächste Runde jetzt, ja, ist nicht mehr ganz so schlimm von der Glut. Und ich denke, die werden hübscher werden. Nennen wir es einfach mal hübscher. Aber lecker schmeckt. Prinz Luitpold Manfred aus der Garage. Wie schmeckt es dir? Wunderbar. Also der scheint zufrieden zu sein. Spatzel hinter mir übernimmt gerade den Grill. Die reißt die Herrschaft wieder mal an sich. Machst du gut, freut mich. Wie hat es dir gemundet, der Spieß? Wunderbar. Geil, oder? Ja. Und hier hockt noch so jemand in der Ecke. Hallo, der mundet immer noch. Der mundet immer noch. Natürlich, schon die zweite Runde. Alina will natürlich mal wieder nicht ins Bild. Ja, wirklich. Ja, dann drehen wir die Kappen rum. Jetzt, wie hat es dir geschmeckt? Gut. Gut. Na gut, jetzt haben wir sie halt mit Hand im Gesicht gesehen. Aber die weiß auch nicht, was sie will. Erst macht sie so und dann macht sie nee. Egal. Also wir sind alle rundum satt und glücklich. Nachher noch im Fazit sagen wir noch was zu der Geschichte mit dem Holz. Und ja, wie wir es in Zukunft handhaben werden. Das ist jetzt keine Kritik gegeneinander. Da haben wir vorher schon drüber gesprochen und wir quatschen das jetzt noch ein bisschen. Ach so Leute, nur so noch zur Info. Wir hätten uns hier noch Tischstühle alles herstellen können. Braucht man nicht. Wir hocken hier, ja, so wie ihr es vorher gesehen habt, ganz gemütlich rum. Es macht einfach Laune so. Es macht Spaß. Wir haben Fun. Es ist spaßig, lustig und vor allem sehr lecker. Und das ist das Wichtigste. Wir hätten auch reingehen können zum Essen. Aber warum? Ich find's cool. Ihr? Wir finden es auch cool. Ja. Passt alles. Ja, wunderbar. So, meine Lieben, das ist jetzt die letzte Ladung. Alles andere haben wir schon aufgegessen. Unglaublich aber wahr. Und ich glaube, ich werde da auch noch mal einen Spieß essen. Und die sehen dann mal jetzt richtig, richtig viel besser lecker aus. Also wenig Glut bloß. Ein paar Holzkohlen haben wir noch unten drunter. Schön entfernte Höhe, also hoch genug sind wir. Und ja, sie werden noch besser als die letzten.
Nix fragen. Zwei Spieße noch übrig. Ja. Von 13. Und ich habe geschwächelt. Also ich habe eindeutig am wenigsten gegessen. Ich gebe es ganz ehrlich zu, aber wenn nichts mehr geht, dann geht nichts mehr. Aber richtig. Wunderbar war es. Ja, wunderbar. Schmeckt halt super, bei mir waren es aber auch nur 3 Spieße. Nur drei. Ja, ich auch 3. Wahnsinn. Also, gefuttert haben wir gut. Wow. Ey, bei euch immer, wenn wir da sind, total überfressen. Unglaublich. Danke. Mit dem Befeuern haben wir noch was gesagt. Oder ich vorher, dass wir da noch was dazu sagen. Feuerschale, richtig geil. Richtig, richtig geil. Aber direkt so mit Holzscheiten befeuern zum Grillen. Ich weiß nicht, ob es direkt am Holz gelegen hat. Das war sehr schnell weg. Buchenholz, sehr schnell weg und es war fast keine Glut da. Fast alles verbrannt. Ja. War schon viel zu trocken gelagert, vermutlich. Ja. Keine Ahnung, vielleicht weiß da von euch einer besser Bescheid, ob es ein anderes Holz gibt, was da mehr Glut gibt. Wir haben halt dann noch auf Holzkohle umgestellt und ja, super. Ihr habt es ja noch gesehen zum Schluss, die Spieße wesentlich schöner, nicht angekokelt, gar nichts, rast rein. Richtig. Wahrscheinlich haben sie deswegen noch so reingehauen. Ja, und das nächste Mal probieren wir es mit 3 Puls, das hebt länger. Was? 3 Puls, nasses, das mit verbrennt drei zu schnell. Puls. 3 Puls. Nein. Naja, wir haben am Ende von dem Video... War richtig geiles Essen, schnell gemacht, schnell zubereitet, ja. Sehr lecker. Ihr habt es jetzt auch probiert mit dem Bohnenkraut. Ja, war sehr gut. Ja, sehr gut. Also das gehört ab jetzt bei mir in die Küche. Gute Grillküche, definitiv mit dazu. Hat sich bewährt und ja, probiert es aus und dann könnt ihr ja selber berichten. In zum Beispiel ein Livestream am Wochenende. Ja. Okay, Leute. Danke, dass wir wieder da sein durften. Gerne. Immer wieder, gerne. Für Speis und Trank. Keine was. Für Übernächtigung. Ja. Vielen Dank, ja. Und ja, wir ziehen uns jetzt langsam zurück. Ja. Wir haben ja heute noch einen Livestream vor. In dem Richtig. Sinne, Leute, sage ich Tschaikowski. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Däumchen nach oben, nettes Kommentar, Abo und Daumen. Ja. Genau. Ciao, ciao. Tschüss.